Hallo, heute möchte ich Ihnen eine Möglichkeit vorstellen, wie wir Google Alerts seit einigen Wochen verwenden, um viele neue Interessenten und Kunden zu generieren. Schauen Sie sich dieses Video an, um ebenfalls von dieser Methode profitieren zu können. Zuerst einmal, was ist Google Alerts überhaupt? Google Alerts ist ein Tool von Google, das es Ihnen ermöglicht, zu bestimmten Keywords oder Keywordgruppen, die für Ihre Nische bzw. Ihren Themenbereich interessant sind, aktuelle Suchergebnisse, also Nachrichten und Beiträge auf Webseiten zu finden und automatisch an eine von Ihnen ausgewählte E-Mail-Adresse senden zu lassen. Nun, dieses Tool ist deshalb so interessant, da es Ihnen immer die aktuellsten Neueintragungen zu bestimmten, natürlich von Ihnen ausgewählten Themen und Keywords automatisch sendet. Zum Beispiel, nehmen wir an, Herr X schreibt in einem Forum oder in einem Blog eine Frage zu einem bestimmten Thema, worauf Ihre Lösung oder auch ein Affiliate-Produkt, das Sie bewerben, die perfekte Antwort wäre. Normalerweise würden Sie natürlich nie zu dieser Person kommen, doch mit Google Alerts ist es ganz einfach möglich. Wie das funktioniert, werde ich Ihnen jetzt zeigen. Zuerst geben Sie in die Suchmaschine einfach den Suchbegriff Google Alert ein und Sie werden sehen, das oberste Ergebnis, das Ihnen Google präsentiert, ist natürlich dieses Tool. Da klicken Sie dann einmal drauf, kommen dann auf die Seite Google Alerts und dort können Sie gleich mit diesem Tool starten. Wenn Sie schon länger im Internetmarketing tätig sind, dann werden Sie die wichtigsten Suchwörter Ihres Themenbereichs, in dem Sie tätig sind, bereits wissen. Man nennt sie auch Keywords oder Hauptsuchwörter, das heißt jene Wörter, die die Interessenten in ihrem Themenbereich am häufigsten in den Suchmaschinen eingeben und suchen, um eine Lösung für ein bestimmtes Problem oder eine Antwort auf eine Frage zu finden. Wenn Sie eine Liste von mehr als 100 Keywords erstellt haben, das funktioniert am einfachsten mit einem sogenannten Keyword Research Tool. Ich werde Ihnen unterhalb dieses Videos einen Link dazu geben. Geht es im nächsten Schritt darum, dass Sie sich in die Lage Ihres Kunden versetzen und überlegen, welche Frage der Kunde stellen könnte, um eine Lösung für sein Problem zu finden. Nehmen wir an, der Kunde sucht nach einer Lösung, wie er Gewicht reduzieren kann. Sie haben eine Liste mit mehr als 100 der häufigsten Keywords zusammengestellt, zum Beispiel abnehmen, schnell abnehmen, erfolgreich abnehmen, Gewicht reduzieren, Diät, Adipositas und so weiter und so weiter. Wir nehmen jetzt einmal nur das Keyword abnehmen. Die Frage, die der Kunde jetzt stellen könnte, wäre: Wie kann ich abnehmen? Wo kann ich abnehmen? Wer hilft beim Abnehmen? Wer hilft mir beim Abnehmen? Was hilft beim Abnehmen? Wie kann ich schnell abnehmen? Kann ich dauerhaft abnehmen? Und so weiter und so weiter. Ihre Aufgabe ist es also, Sie formulieren möglichst viele Fragen mit dem jeweiligen Keyword aus der Sicht Ihres Kunden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel 10 Fragen mit 10 unterschiedlichen Keywords formulieren, ergeben sich daraus 100 verschiedene Fragen. Sie geben dann diese Fragen hier als Suchbegriff in Google Alerts ein und immer wenn jemand im Internet irgendwo eine Frage postet, die diesen Wörtern dieser Frage entspricht, sendet Ihnen Google Alerts automatisch diesen Beitrag zu. Damit auch diese Frage, die Sie formuliert haben, gefunden werden kann, ist es wichtig, dass Sie diese in Google Alerts unter Anführungszeichen stellen. Dadurch werden ausschließlich exakt diese Wortkombinationen gefunden. Das ist also wie bei der Google-Suche. Ich zeige Ihnen das ganz kurz. Also, wenn wir hier auf Google gehen und wir geben jetzt die Frage ein: Wie kann ich abnehmen? Dann findet Google alle Beiträge mit den Wörtern wie. Wie kann ich, wie kann ich abnehmen? Das heißt, es werden jetzt ganz viele verschiedene Themenbereiche auch nur mit den Wörtern abnehmen zum Beispiel angezeigt.
Wenn ich aber jetzt nur die Frage, wie kann ich abnehmen haben will, setze ich das Ganze unter Anführungszeichen. Und jetzt habe ich nur Seiten, die die Wortkombinationen, wie kann ich abnehmen, wie kann ich abnehmen, wie kann ich abnehmen und so weiter enthalten. So, damit das in Google Alerts ebenfalls passiert, verwende ich natürlich dort im Suchbegriff auch nur die Kombination, wie kann ich abnehmen. Ja, sobald ich diese Frage oder diese Suchbegriffe mit diesen Anführungszeichen hier eingegeben habe, wähle ich hier aus Typ alles, die Häufigkeit einmal täglich soll es zugeschickt werden, Umfang alle Ergebnisse und dann gebe ich hier eine E-Mail-Adresse ein, wohin ich das geschickt haben möchte. Dann gehe ich auf Alert erstellen. Sollten Sie noch keinen Google-Account haben, können Sie das jederzeit hier dann anmelden. Okay, damit das nun wesentlich schneller funktioniert und Sie nicht jede einzelne Frage hier unter Anführungszeichen setzen, die Keywords und so weiter eintragen können, gibt es auch hier wieder ein Tool, das nennt sich Keyword Wrap Tool. Und dieses kann diesen Fragebildungsprozess extrem beschleunigen. Unterhalb des Videos finden Sie natürlich wieder einen Link zu so einem Keyword Wrap Tool. Ich zeige Ihnen jetzt einfach eines, das ich in Google gefunden habe. Bei diesem Keyword Wrap Tool kann ich Folgendes machen. Ich kann hier unter Keywords alle meine Keywords eintragen. Die kopiere ich dann einfach hinein aus meiner Liste. Dann wähle ich hier oben Phrase aus. Und hier möchte ich jetzt eingeben, wie kann ich. Und hinten möchte ich ein Fragezeichen haben. Dann gehe ich einfach auf Generate. Und Sie sehen, alle meine Keywords, da kann ich natürlich jetzt unendlich viele eingeben, habe ich jetzt automatisch, wenn ich hier Phrase angegeben habe und wie kann ich und das Fragezeichen dahinter, automatisch diese Fragen gebildet. Das heißt, da steht jetzt, wie kann ich abnehmen. Möchte ich zum Beispiel kein Fragezeichen haben, kann ich das natürlich wieder weggeben. Das erhöht auch natürlich nachher die Trefferquote. Das heißt, wie kann ich abnehmen, wie kann ich dauerhaft abnehmen, wie kann ich erfolgreich abnehmen, wie kann ich schnell abnehmen und so weiter. Das heißt, wenn Sie jetzt da hier zum Beispiel 100 Keywords eingegeben haben, dann werden dann da unten automatisch die Fragen mit wie kann ich gebildet. Ich kann natürlich jetzt auch da eingeben, wo lerne ich, ja, oder andere Fragen. Kann dann wieder auf Generate gehen. Und Sie sehen, unten finden Sie dann die Fragen auch anders formuliert. Wie kann ich, wo lerne ich und so weiter. Das heißt, Sie können hier eingeben, einerseits die Frage, andererseits die Keywords. Wenn Sie jetzt hier 10 eingeben und hier 10, dann sind es schon sehr, sehr viele verschiedene Fragen, die Sie dann verwenden können. Sie gehen dann einfach zu Google Alerts, geben die Suchbegriffe hier ein, gehen auf Alerts erstellen. Ja, als nächsten Schritt kopieren Sie dann immer die jeweilige Frage, gehen dann auf Google Alerts, tragen Sie ein, geben dann wieder Ihre E-Mail-Adresse an und klicken auf Alert erstellen und schon wird die Frage hier eingetragen. Das machen Sie dann mit jeder einzelnen Frage, gehen einfach immer hin und her, kopieren, tragen das dann hier wieder ein, Alert erstellen und so weiter. Wenn Sie dann die Fragen alle eingegeben haben, dann warten Sie einfach und in den nächsten Tagen werden Sie dann per E-Mail interessante Beiträge erhalten, die genau zu diesen Fragen passen. Was passiert, wenn Sie jetzt solche Ergebnisse erhalten haben? Natürlich ganz einfach. Sie schauen sich diese Beiträge an und wenn möglich treten Sie mit den Interessenten in Kontakt. Zum Beispiel. Sie antworten ihm in einem Forum oder in einer Social Network Plattform. Sie schreiben eine Antwort in einem Beitrag, in einem Blogbeitrag zum Beispiel. Wenn jetzt ein User das in einem Blog geschrieben hat, wie kann ich abnehmen, dann können Sie unterhalb in einer Antwort, in einem Blogbeitrag einfach antworten. Wenn Sie natürlich jetzt eine Antwort schreiben, dann enthält diese Antwort natürlich auch einen Link zu Ihrer Website bzw. zu Ihrem Social Media Marketing System, wo der Interessent die Antwort auf diese bestimmte Frage findet. All diese Antworten haben natürlich das Ziel,
dass sie die Interessenten in ihr Social Media Marketing System schleusen und der Rest passiert dann von selbst. Wie Sie so ein Social Media Marketing System erstellen, erfahren Sie natürlich im Social Media Workout Kurs. Kostenlose Informationen dazu erhalten Sie unter www.socialmedia-workout.com. Diese Methode ist also wirklich sehr, sehr gut, um zielgruppenorientierte Interessenten und auch Kunden zu gewinnen, die ganz genau nach jenen Antworten suchen oder nach Lösungen suchen, die Sie ganz genau anbieten können. Setzen Sie diese Informationen am besten gleich um, empfehlen Sie dieses Video Ihren Facebook-Freunden oder auch Twitter-Followern. Ich freue mich schon jetzt von Ihnen zu hören. Hinterlassen Sie hier unterhalb dieses Videos Ihr Feedback. Bis dahin, alles Gute, viel Erfolg, Ihr Klaus Wolfsberger.